Moin, hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map ohne Gräben Version 1.8. Ja, heute ist es Donnerstag, heute ist Vatertag, heute gibt es zwei Ausgaben. Wir sind hier in der ersten, Donnerstag früh, 10 Uhr. Um 14 Uhr gibt es dann die zweite. Wir haben gerade mal gestern die ersten Tomaten überhaupt zur Ketchup-Produktion gebracht, aber es fehlt natürlich noch viel mehr Zeugs da. Es fehlen Paletten, es fehlt Karton, Öl, Eier, alles. Alles fehlt. Heißt aber nicht, dass wir es nicht dahin bringen können. Wir müssen es nur dann erstmal haben. Ja, so. Achso, ich wollte ja. Ich wollte ja das hier alles mal wegholen. Und was haben wir denn jetzt noch nicht? Normalen Kohl haben wir hier noch nicht. Na egal. Dafür gibt es aber auch einen Überführungskurs. Holz. Uff. Da brauchen wir uns dann nämlich nicht mehr selber drum zu kümmern. Der hier. Hier auch weg und zurück zum Hof. Und da müssen wir mal schauen, was wir denn überhaupt so an Produkten fertig haben. Ja, aber hier muss ja auch noch anderes Zeug hin. Hier ist das Zucker hin. Das kommt davon, wenn man nicht auf die Straße achtet, sondern auf die kleine Karte in der Ecke. Hier könnte man eigentlich auch mal irgendwann mal die Goldklumpen aufsammeln. Ich müsste mir eigentlich gleich nochmal ein Blatt Papier nehmen. Und mir ein paar Notizen machen über alles, was wir hier so, was wir dann gleich so bei den Produktionen, was wir wohin bringen müssen und wer was braucht und überhaupt. Ach, guckt, da steht er. Ja, der hat durchdrehende Reifen, weil ich da keinen Pausepunkt am Ende gesetzt habe. Bei dem Überführungskurs. Ja. Kümmern wir uns gleich drum. Um den IT-Runner. Aber erst hole ich mir hier mein Gespann und bringe schon mal Sachen zur Brauerei. Erst muss ich hier vorrichten.
Beladung am Startpunkt. Erste. Mehr brauche ich dann auch schon nicht machen. Eigen. Fuck. Einmal aussteigen. Ja, echt alle reinschieben. Ist wieder eine Palette irgendwo im Nirgendwo oder was? Ah, okay. Das kommt alles hier rein. Cool. Hä? Wie kann ich denn auf einmal fliegen und wo ist die Palette? Toll ist das noch nicht. Hier mit den. Mann, ey. Schon so ein bisschen nervig mit dem Haus. Wenn man irgendwelche Sachen geworfen hat. Noch einmal Tomaten. Ja. Schön. So, da gibt es auch einen Überführungskurs. Oh. Holz. Der jetzt gerade lang führt. Und da hinten. Oh. Er fährt mit Gerste zur Brauerei. Das wollen wir mal eben beobachten. Wobei, sehen wir ja, ob er das schafft oder nicht. So. Thank you.
Ach, ich bring das schon mal rüber zu den Tomaten. Oh. Dann können wir da nämlich schon mal was produzieren. Nehmen wir dann direkt die Käserei-Produkte mit. Ich weiß gar nicht, was Käse so bringt. Dann natürlich nichts. Wahrscheinlich. Käse bei Lidl. Frischkäse. Ich jetzt gerade gar nicht. Seht ihr Frischkäse? Da unten bei Aldi. Das alles eben zu Aldi bringen würde natürlich, wäre am harmlosesten, wäre am schnellsten, ne? Paletten. Zack. So, jetzt haben wir hier schon mal Leerpaletten hingebracht. Wie sieht's denn aus hier? Müssen wir eigentlich alles haben. Saatgut 100%. Ach, Flüssigdünger würden sogar 100.000 reinpassen. Okay. Ja, gut. Dann produzieren ja jetzt die. Werden ja jetzt Tomaten produziert. Ist ja schön. Ja, da sind sie auch schon. Da kommen die Tomaten um, auf dem Förderband raus. Und da steht die Kiste. Ja, perfekt. So, ich hole jetzt Käse bei der Käserei. Weil die steht da ja die ganze Zeit so. Ja, der Käse, der steht da nur so rum. Das ist ja schön, das wird hier fast von alleine beladen. Sehr cool. Ah, einer fehlt noch. Okay. Der alte Trick.
Ne? Warum auch immer das jetzt passiert ist. Und wo auch immer der jetzt sein mag. So. Wir hauen jetzt mal ab hier. Und sehen mal zu, dass wir hier den Käse irgendwo verticken. Wie weit ist eigentlich unser Dingens da? Ja, da, genau. Ja, er arbeitet fleißig. Aber er ist noch nicht am Ende. Naja, gut. So, wir verkaufen jetzt allen Käse hier bei Lidl. Mal gucken, wo jetzt diese eine Palette rumliegt. Das ist ja, der ist auf Feld 21 gerade zugange, der Düngerstreuer, den wir gerade gesehen haben. Und, ja. Wir haben ja Feld 21 und 22 neu gekauft, das Hafer drauf. Wird jetzt fleißig gedüngt, damit wir dann da oben genug Hafer für die Haferflockenproduktion haben. Wollte ich zwar eigentlich gar nicht rum, aber hier ist eigentlich genau richtig. Gucken, was wir jetzt hier für Käse kriegen. So viel ist da nicht. Aber hey. Besser als nichts. Moin, ne? Ach, hier steht noch ein Transporter von uns. Das ist ja doof. Der steht ja hier voll im Weg, ne? Eigentlich nur dank dieses geilen Abladeskriptes, das wir hier haben, dürfte das kein Problem sein, wieder hinten abzuladen. Und das ist kein Problem. Wie geil. Nach oben. Sehr schön. Ja, Wolle müssen wir abholen bei den Schafen. Ich weiß. Ach, herrje. Ach, herrje. Das ist auch sogar ein Fliegel. Das ist ein Fliegel. Dann kann ich den ja eigentlich mitnehmen. Zack. Der ist voll.
vor. Koppel den ab. Och nö, ne? So. Jetzt will ich einmal gucken. Oh, wir sind schon viel zu weit, viel zu lange dabei. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo, besucht mich bei Facebook, besucht mich auf meiner Homepage, würde mich alles freuen. Freuen würde mich das natürlich auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet hier bei der nächsten Folge. Und in diesem Sinne sage ich hier oben von mit den 150.000. Ne, 1,5 Millionen Liter Zuckerrüben, die wir hier noch haben. Und wir haben, glaube ich, auch noch welche angepflanzt. Sag ich dann mal ciao!